So, da sind wir wieder zurück zum Qualifikationstraining, zum großen Preis von Italien. Wir gehen direkt rein. Ja, das Training war dann durchaus gut. Dreimal Platz 1, so wie in Belgien, aber mit einem etwas deutlich geringen Abstand. Also das wird nochmal spannend werden auf jeden Fall, denke ich mal, im Qualifying heute oder beziehungsweise im Rennen morgen. Und schauen wir uns mal den Trailer zum Qualifikationstraining an. Los geht's. Gleich wird die Boxengasse geöffnet und das heißt, dass es dann hier in Monza Zeit wird für das Qualifying. Die Fans freuen sich auf spannende 60 Minuten. Ich habe mir die besten Szenen früherer Rennen angeschaut und was herausstach, war immer der Abschnitt hin zu Kurve 1. Sie ist nicht einfach zu fahren und logischerweise wollen natürlich alle zuerst da einbiegen. In der Formel 1 passiert immer vieles in der ersten Kurve. Sie ist schwierig zu fahren, wenn man von anderen Fahrzeugen umgeben ist. Aber hier wird das Rennen weder gewonnen noch verloren. Man muss klug vorgehen, unbeschadet durchkommen und darauf hoffen, dass nur die anderen Probleme bekommen. Jo. Genau, da sind wir da. Gehen wir mal raus auf die Strecke schon. Oh, das war ich kein weiter hier rausfahren gehen. Ne? Das. Ja. Haben wir nochmal einen zweiten Versuch. So, ein Renault vor uns. Ist ja nur gerade nicht mehr. Was lag mit der Bestzeit? Boah, das kontert sie. Uah, übelst ein Quersteher. Was wir Zeit gekostet haben. Bestzeit. Wer weiß es? Natürlich die zweite Karte durchgekommen. Jetzt hat ein bisschen ausgebaut. Die brechen ja eh ab jetzt alle. Das wird eine 27-1 werden. 21-1 werden. Jedoch 21-1 ist richtig. Ja, 21-0 sogar. So.
gute halbe Sekunde vor. Und ich melde mich gleich zurück.
So, dann melde ich mich wieder zurück zum zweiten Teil der Qualifikation. Wir wollen nochmal raus. 30%, sehr schön. Und dann geht's los. Diesmal aber nur mit einer Runde. Noch 3 Minuten, also einen Versuch schaffen wir auf jeden Fall locker doch. Momentan sind wir hier vorne, aber wir brauchen nochmal eine schnelle Runde, damit wir mit der gleichen Chance starten können. Dann let's go. Die Runde muss fast sogar passen. Da bin ich nicht durchgekommen, aber alles grün im Ungarn, machst du das heute im grünen Bereich? Oh, damit sind wir zu 27 und damit reicht es auf jeden Fall auch, um mit frischen roten Reifen durchzustarten. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Richter, Hamilton und Valtteri Bottas. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Hm. Genau, stehen direkt vor den beiden Mercedes. Das wird auf jeden Fall nicht ohne. Erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Das sehen wir uns dann morgen an.